Hallo, guten Tag. Endlich haben wir eine passende Cap für meinen wunderschönen Bart. Willkommen hier in 80er. Kommst du klar, Mattis? Ich komm klar. Was machst du denn da? Fokussieren. Fokussieren. Fokussier dich mal ein bisschen, mein Freund, ja? Ja. Wie ihr schon mitbekommen habt, sehe ich ziemlich bescheuert aus mit meinem schönen Schnurri. Ich muss hier mal wieder nachrasieren, bin ich nicht gewohnt. Hab ich schon wieder vergessen. Das Zeug wächst ja wie Unkraut, ne? Das ist sensationell. Um den Kopf kriegst du Haarverlust ohne Ende und hier wächst alles. It's growing. Ja, ich habe schon jetzt irgendwie in den letzten paar Tagen wahrscheinlich so 4 Millionen Mails und Nachrichten bekommen, warum ich denn so behämmert aussehen würde. Hier mal Link, ist auch in der Videobeschreibung. Guckt euch das mal an. Ich finde, das ist eine geile Sache. Dieses ganze Movember-Thema rührt daher, dass Leute aufmerksam auf die Männergesundheit machen möchten. Heißt, alles Mögliche an Krebsvorsorge etc. Krebsforschung unterstützen auch. Und halt einfach uns Männern auch irgendwie klar machen wollen, so ey, auch ihr müsst mal zum Arzt gehen, das ist tatsächlich so, weil die meisten von uns ja wahrscheinlich eher so nicht zum Arzt gehen und sagen, oh, das soll schon sein, ich fühle mich gut und alles ist schön. Und ja, deswegen eben diese Spendenaktion. Und diese Spendenaktion, um eben darauf aufmerksam zu machen, beinhaltet dieses wunderschöne Gewächs auf der Oberlippe, über der Oberlippe. Und ja, deswegen sehen wir jetzt alle ein bisschen behämmert aus. Beziehungsweise, nein, nicht alle. Der Lur, die alte Handbremse, hat schon wieder abrasiert. Ja? Hier, unser Freund Mattis hat auch nicht mitgemacht. Der Dirk hat gekniffen und der Stadi hat auch gekniffen. Haben alle eine Abmahnung gekriegt. Unfassbar. Ja? Teamgeist Level 0. Schön. Ich laufe rum wie irgendwie Tom Selleck's kleiner Bruder. Ja? Naja, so ist das Leben. Du kannst den Leuten halt immer nur vom Kopf gucken. Am Anfang, ja klar, wir sind dabei, ja sicher. Und jetzt haben die wildesten Ausreden, weißt du? Der eine sagt, nee, kann ich nicht machen. Meine Tochter erschreckt sich zu Tode. Ja, nur, da kommen nur so Klamotten. Ja, ansonsten habe ich gedacht, wir quatschen mal eine Runde und ich halte euch mal so ein bisschen auf dem Laufenden oder beziehungsweise gebe euch ein bisschen Updates, was im Moment so geht. Motorsporttechnisch sind wir gerade in Vorbereitung, überlegen, was, wie, wo, was können wir alles machen, mit wem können wir es machen, sprich mit welchem Sponsor. Wir sind natürlich, oder für uns wäre es natürlich am schönsten, wenn die Firma Elton wieder am Start wäre. Da sind wir jetzt so gerade in den ganzen Überlegungen, was können wir machen, was gibt es für Aktionen, wie ist das letzte Jahr gelaufen und so weiter. Und darüber hinaus schauen wir natürlich auch, okay, welche Serien können wir fahren, welche Serien wollen wir fahren. Wir würden halt schon ganz gerne mehr Nordschleife machen, weil das einfach irgendwie auch so ein bisschen der Inbegriff des ganzen Themas ist, ne? Fannähe und alles irgendwie so, dass jeder vorbeikommen kann. Dafür ist die Nordschleife natürlich prädestiniert. 24-Stunden-Rennen Nürburgring wäre natürlich auch sensationell, wenn wir das hinkriegen würden. Und darüber hinaus schauen wir noch, dass wir andere Serien mit anderen Autos machen. Heißt, Porsche Sports Cup ist geplant. Vielleicht die GT4-Serie, die da jetzt kommt. Moment, das Porsche-Zentrum Aachen läutet. Herr Weber! Der Weber, wer ist das denn? Der hat gestern spontan gekündigt. Ich komme morgen das UFO abholen. Supi, jo. Danke, bis morgen, ciao. So, wo war stehen geblieben? Weltherrschaft. Ja. Nee, was hatten wir noch? GT4, ah ja, GT4, genau, GT4. Und dann hat der Frank Weber aus dem PZ angerufen, genau, da ging es auch wieder um GT4. Alles GT4, überall GT4, hier nur noch GT4. Ne, also das ist auf jeden Fall eine Option, finden wir interessant, finden wir gut. Gucken wir mal, wo wir die Geräte eingesetzt kriegen. Hm. Also genau, dann wollte ich mich noch ein bisschen entschuldigen bei euch. Videos sind ja im Moment nicht so der Burner. Liegt aber an meiner sensationellen Planung. Wir haben ja gerade ein bisschen viel Trouble und viel zu tun mit dem ganzen Gelöns. Die Videos werden wieder ein bisschen interessanter. Da werden wir zwei, drei geile Sachen machen. Ich überlege auch schon, ob ich mir einfach bei unserer Weihnachtsfeier so eine GoPro im Kopf binden soll und dann mitfilme live. Wäre bestimmt auch lustig. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist.
Ansonsten, Mattis, du hast ja auch noch Fragen vorbereitet, ne? Genau. So, fangen wir mal direkt mit der ersten an. Kann mir jemand erklären, warum bei TPS-Prozent immer nur 98 oder 99% und nie 100 stehen? Die Jungs geben doch Vollgas, müsste ja nicht eigentlich auf der Geraden 100% scheinen. Jo, was der Marius damit meint, ist, bei den Inboard-Aufnahmen sind unten diese Balken, also Bremsdruck und so weiter, Gaspedalstellung etc. Und da steht oft nur 98 oder 99%. Das ist einfach, da ist der Geber einfach, beziehungsweise der Nehmer einfach ungenau und da ist einfach kleiner Unterschied. Das sind schon 100%, aber das ist halt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht 100%ig genau. Was bedeutet Sektoren zusammenbekommen? Bitte um Aufklärung. Jo, und zwar ist eine Rennstrecke immer in verschiedene Sektoren unterteilt. Meistens 3 oder 4. Und wir denken und sprechen immer nur in Sektoren. Also die Gesamtrundenzeit ist erstmal uninteressant, sondern es geht immer nur um die Sektorzeit. Und es ist natürlich ein Thema von der Konzentration, dass du einfach die komplette Runde 100% fokussiert bist und wirklich alles triffst. Dass du wirklich jeden Bremspunkt, jeden Kurveneingang, jeden Scheitelpunkt, jeden Kurvenausgang perfekt triffst. Und deswegen sprechen wir dann davon, Sektoren zusammenzubekommen. Weil du hast dann schon mal eine Runde, da bist du im Sektor 1 ultra top, in Sektor 2 top und in Sektor 3 verkackst es dann. So, das ist halt eben dieses Thema. Und wenn du unter Stress bist, gerade im Qualifying oder so, dann ist halt eben ein Thema, einen kühlen Kopf zu bewahren und eben alle Sektoren wirklich top zu treffen. Und deswegen reden wir davon, dass ich meistens meine Sektoren nicht zusammenkriege. Wie erfolgt die Boxenvergabe? Per Los oder nach Rang in der im Gesamtklassement? Nee, das ist zufällig. Also das wird einfach sortiert, so wie es passt. Ne? Gerade wir mit unserer Viewing Area und da wir zum Glück immer sehr viele Fans bei uns haben, stehen halt immer so, dass da wenig um uns rum ist, dass ihr viel Platz habt, wir viel Platz haben und so weiter. Das hat mit den Platzierungen im Gesamtklassement oder so gar nichts zu tun. Also hier ist irgendwie auch so eine komische Frage, die ich so nicht richtig verstehe. Habe ich schon mal irgendwie gesagt, also ihr könnt anhand der Runden, die ihr seht in den Videos, nicht auf Rundenzeiten oder Fahrvermögen oder sonst irgendwas schließen, weil die Runden nicht unbedingt zusammengehören und weil natürlich auch, ich sag mal, da oft schon mal eine Runde aus dem freien Training dabei ist oder sonst wo, wo vielleicht das Setup anders war oder die Bedingungen anders waren. Da war jetzt hier gerade nochmal eine Frage, ob man das irgendwie selber analysieren kann, kann man aber nicht, weil wir auch grundsätzlich nie die schnellsten Runden dafür nehmen, ja, sondern wir nehmen halt immer irgendwelche Runden. Deswegen, also das könnt ihr daraus nicht erkennen. So, hier ist eine Frage, die finde ich ganz geil. Ist zwar, gut, das ist jetzt egal, aber er schreibt hier, ist in dem Video jetzt nicht zu sehen, aber welchen Sinn hat der Streifen Tape vorne in den Lüftungskanälen? Herbert Motorsport hat es genauso. Mehr Abtrieb auf die Vorderachse bringen? Nee, da geht es einfach nur um die Kühlung. Also das Auto braucht ja eine gewisse Temperatur, ne? Ist ja klar. So, und wir kleben den Kühler vorne ab, um eben da etwas schneller oder besser eben die Temperatur zu erreichen. Könnt ihr mal bitte die Funkbegriffe erläutern? Ja, aber das ist ein bisschen komplizierter. Das kommt. Genauso, wenn jetzt das UFO aus dem PZ wieder da ist, kommt auch endlich das Vergleichsvideo. UFO und Cup und normaler Straßen-GT3. Hat der Luki Riesenhände? Luki hat schon große Hände, aber ich auch. Also wir haben beide wirklich sehr große Hände. Aber beim Lukas sieht das echt krass aus, weil er einfach so dünn ist. Und ich bin ja extrem fett, wie ihr alle wisst, wie der Lukas ja immer sagt. Ne? Und, aber der hat tatsächlich sehr große Hände, ja. Hier ist es auch geil. Wie schafft man es, bei so viel Pech noch so eine gute Stimmung hinzubekommen? Ich könnte da das Fahrerlager abreißen. Echt klasse von euch, Hut ab. Oder filmt ihr das nicht, wenn der Helm in die Ecke fliegt, nachdem man abgeschossen wird? Danke erstmal, Yogi, dass das so gut ankommt. Ja, also ich sag mal so,
Es sind definitiv dieses Jahr Helme geflogen. Es wurden auch dieses Jahr Tränen vergossen. Und es war nicht immer einfach, weil natürlich viele Punkte da zusammenspielen. Es ist ja nicht nur der sportliche Erfolg, Misserfolg auf der Strecke, sondern auch das Drumherum. Du kommst ja jedes Mal irgendwie in so ein Wechselbad der Gefühle, weil auf der einen Seite wirst du abgeschossen, hast so eine Krawatte und würdest am liebsten irgendwie komplett ausflippen, dann kommst du aus dem Auto raus und da steht ihr da. Die Fans, die sagen, ey, Kopf hoch und Scheiß drauf und das ist alles so geil und hin und her. Und das ist halt manchmal wirklich krass. Und ich kann von mir sagen, dass ich am Sachsenring habe ich richtig geheult. Ich war so fertig, weil mich das so aufgeregt hat. Ich habe mich so über mich selbst aufgeregt, dass ich da den Boxenstopp versaut habe wegen einer Zehntel. Und du hast ja deine Jungs da sitzen, ja, die ja alle auf den Erfolg warten und die ja alle Bock haben, einen Erfolg mit nach Hause zu bringen. Und dann schmeißt du es weg. Und klar sagen wir immer, du gewinnst als Team, du verlierst als Team, ja. Und kein Einzelner macht den Fehler, sondern wir machen den Fehler. Aber in so einer Situation ist es natürlich mega, mega schwer. Und da war ich echt richtig am Ende. Da war ich wirklich fertig. Ich habe mich da so... Boah, das war echt ein Scheißtag, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, die Helme sind auch schon mal geflogen. Zum Glück haben wir zwei pro Nase. Und es ist halt... die Emotionen sind natürlich schon extrem, weil du in so einem Rennauto, weißt du, du bist ja jetzt kein, das ist ja kein normaler Bürojob, sag ich mal, ja, wo du dann da sitzt und sagst, verdammt, das wäre jetzt wohl schön gewesen, sondern du bist in dem Auto, du gibst alles, du bist immer auf Messers Schneide unterwegs und das Thema ist halt mega emotional. Und wenn du weißt, da draußen stehen hunderte Leute, die da mega Bock drauf haben, was Geiles zu sehen, dann ist es natürlich noch schlimmer. Und wenn dir dann einer ins Auto fährt oder das Auto wegschmeißt oder so, dann ist das noch viel, viel schlimmer, als wenn du jetzt irgendwo fährst, sag ich mal, wo sich keiner interessiert für dich. Und das war dieses Jahr echt schwer. Das war echt, also zwischendurch schon heftig. Ne? Und dann hast du natürlich auch von außerhalb, also klar, ne, der Herr von Elten, er hat auch gedacht, die Jungs stellen das Ding mal aufs Podium und so. Und das ist schon ein großer Druck, der da auf einem lastet. Ne? Das ist halt einfach so. Und das war schon echt sehr hart teilweise dieses Jahr. Aber freut mich, dass ihr trotzdem seht, dass wir uns Mühe geben und dass wir versuchen halt auch eben die Stimmung aufrechtzuerhalten und ja, euch auch natürlich was zurückgeben wollen, ja? Weil ohne euch geht das einfach nicht. Das ist eine gute Frage hier. Wie reagieren andere Teams auf euch beziehungsweise auf die ganze YouTube-Sache? Super positiv. Aber wirklich mega positiv. Die finden das alle cool. Die freuen sich darüber, dass ein bisschen frischer Wind weht. Da bin ich auch mega dankbar für, weil ich habe schon gedacht, dass wir irgendwo anecken, aber gar nicht. Wir wurden super empfangen von allen Teams, von allen Herstellern. Und das ist einfach echt eine klasse Atmosphäre in der GT Masters. Man hilft sich gegenseitig. Ja, also wir haben, keine Ahnung, wir haben schon neben HTP gestanden, das war perfekt. Wir haben schon neben Ausmotorsport gestanden, das war perfekt. Wir haben neben unseren Teamkollegen oder Markenkollegen gestanden im Fahrerlager, das war auch super. Mit den Phoenix-Jungs können wir top. Also Zack Speed stand in Sanford, glaube ich, neben uns. Also alles immer Top-Verhältnis, man unterhält sich, quatscht. Neben Schubert Motorsport, hier neben dem Honda-Team haben wir auch gestanden in Most. Das war auch total entspannt. Also von dem her, ich habe keine negativen Sachen da gehört. Wir waren alle happy, fanden es alle cool und fanden es alle witzig und haben einen guten Draht auch zu den Fahrern. Ich meine, die meisten Fahrer kennen wir eh schon seit Jahren und das ist echt immer entspannt. Die Landleute kennen wir auch schon seit Ewigkeiten. Also von dem her, ist ein guter Umgang, da kann ich nicht anders sagen. Das ist echt gut. So, was haben wir hier? Macht bitte ein Video, in dem ihr erzählt, was alles schiefgelaufen ist. Das kommt. Vielleicht sieht man da auch fliegende Helme. Warst du schon mal am Lausitzring? Und wenn ja, wie findest du die Strecke? Ich war schon einige Male am Lausitzring.
Hab da schon das ein oder andere Rennen gefahren, gewonnen, verloren. Ich habe mir mal die Hand gebrochen am Lausitzring. Das war besonders schön. Und zwar, was war denn das? Muss ich meinen Vater jetzt fragen. Ah, Polo. Nee. Doch, Polo Cup war das. Polo Cup. Gab es irgendwelche Probleme mit der Bremse? Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall. Ende Startziel beim Anbremsen ist der Stuhl einfach rechts abgebogen und in die Wand. War nicht so geil. Aber sonst ist die Strecke cool. Also ist ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen lost irgendwie, aber ansonsten ist es ganz geil. Steht das jetzige Rennauto auch zum Verkauf? Nein. Was passiert mit dem alten Auto? Über den Kamin hängen. Da muss ich mit dem Goda mal sprechen, ob er da Bock drauf hat. Bleibt die Fahrerpaarung fürs nächste Jahr? Ja, sicher. Eine Frage war ganz interessant. Hat jemand gefragt, was ihr denn macht, wenn einer von den beiden Fahrern ausfällt? Also komplett ausfällt. Tot. Krank. Krank? Richtig krank. Richtig krank? Ja. Oh, da muss aber schon richtig krank sein. Ja. Also, tja, also wenn, ich sag jetzt mal, einer von uns einen Unfall hat oder, also, ich sag mal, aufgrund von, ja gut, da muss er also wirklich schon richtig krank sein. Also da muss er schon irgendwie Magen-Darm im Endstadium haben oder 42 Fieber oder so. Also dass Lur oder ich da nicht mehr fahren, da muss er schon richtig, richtig, richtig krank sein. Und in dem Fall haben wir in unserer, ich sag mal, in unserem Freundeskreis, nenne ich das jetzt mal, Fahrer, die wir dann fragen würden, die ersatzmäßig einspringen. Also wir würden jetzt nicht das Auto stehen lassen deswegen, sondern würden wir uns eben halt einen Ersatzfahrer besorgen. Herbert Motorsport, nee, stimmt nicht. Bernhard. Bernhard hatte ja auch, der Kevin Estre hatte in, als Sandford war, hatte der einen WEC-Lauf, glaube ich. Und da ist der Marc Lieb gefahren. Ne? Das wäre zum Beispiel einer der Kandidaten, den wir anrufen würden, wenn jetzt einer von uns irgendwie kaputt gegangen ist. Dann würden wir zum Beispiel Marc Lieb fragen oder Marco Holzer. Oder wir haben noch ein paar andere Leute auf der Agenda, die wir da anrufen würden und fragen würden, ob die für uns einspringen würden. Was kostet es, Hauptsponsor zu sein? Da ihr wahrscheinlich gerade nicht alle sitzt, ja, und ich dann nicht riskieren kann, da die Umfahrt, kann ich das leider nicht sagen. Wie kann man als geringverdienender, gelernter Kfz-Mechatroniker und Motorsportambitionierter mit 20er am besten ins Renngeschehen einsteigen? Tja, also Motorsport hat ja den riesen Nachteil, dass es unfassbar viel Geld kostet und es gibt keine vernünftigen, also aus meiner Sicht, ich bin jetzt auch kein Vollprofi, was den Nachwuchs angeht, aber das war früher bei uns halt schon immer Thema. Du hattest mega talentierte Leute, schnelle Leute, die einfach nicht das Geld hatten, um den richtigen Weg einzuschlagen. Da zähle ich mich dazu, weil damals war eine Formel-BMW-Sichtung, wie hieß das noch, Formel-BMW, Formel-Junior, irgendwas Sichtung, in Zweibrücken im Regen, wo ich wirklich eine gute Figur gemacht habe und in die nächste Runde und hin und her und was weiß ich was alles und alles toll und hätten dann da fahren können. Also du wurdest damals quasi auserwählt. Ja? Du konntest nicht einfach da hingehen und sagen, ich fahre da jetzt, sondern du wurdest auserwählt und nur die besten, weiß ich wie viel, 5 glaube ich, haben sie genommen. Aber wir haben das Geld nicht zusammengekriegt. Das war einfach so. Das hätte damals gekostet, glaube ich, 140.000 Mark oder 170.000 Mark oder so. Und es war halt einfach nicht drin. Und dann stehst du da. Und da kannst du Gott sein, das ist scheißegal, geht nicht. Ja? Und egal, wen du nimmst, ob du Vettel nimmst oder Schumacher nimmst, irgendwann kam der Punkt, da kam einer, hat richtig Geld in die Hand genommen und erst ab da ging es weiter. Ja? Da kommt keiner um die Ecke, kein Hersteller und sagt, ey, du bist der König, ja, und wir nehmen dich jetzt hier mal schon mal vorsichtshalber unter Vertrag und pushen dich und unterstützen dich. Das gibt's halt so leider nicht. Also ab einem gewissen Grad, ja, wenn du schon Millionen investiert hast, so ungefähr, dann kommt vielleicht mal irgendeiner und macht dich zum Ferrari Junior oder zum Red Bull Junior oder sonst was. Aber das ist eher selten. Ja, das ist leider eher selten. Und in Motorsport einzusteigen, ist einfach schwierig. Es gibt im Motorsport so einen tollen Spruch. Wie kann man im Motorsport ein kleines Vermögen machen? Indem du mit einem Großen anfängst. Ja. Und so ist halt einfach leider. Es ist unfassbar schwer, da reinzukommen
und sich dann auch kontinuierlich hochzuarbeiten. Und ich meine, selbst in der Formel 1 gibt es jede Menge Fahrer, die Geld mitbringen. Ja, muss man sich mal überlegen. Und, oder Fahrer, die ganze Teams kaufen, ne, wie der Kollege Stroll. So, und ich weiß es nicht, ist schwierig. Also ich glaube, ein guter Einstieg ist tatsächlich, sich ein schönes Auto aufzubauen. Ich finde, der Fabes zum Beispiel, der hat es ganz gut geregelt. Der hat sich einen schönen Fiesta aufgebaut und fährt damit auf der Nordschleife. Und ist jetzt nicht ambitioniert, da irgendwelche Rennen fahren zu wollen, aber der Weg ist der richtige. Du setzt dich damit auseinander, du fährst, du machst deine Meter. Und gerade die Nordschleife ist auch eine Rennstrecke, wo du, sag ich mal, wo sich so eine kleine Familie bildet. Und wenn du innerhalb der Familie Kontakte aufbaust und schnell bist und gut bist, dann kann das schon mal sein, dass mal irgendwann einer kommt und sagt, hör mal, hier, ich hätte da noch einen Fahrerplatz und weiß nicht, kannst für kleines Geld mal mitfahren. Oder vielleicht ganz kostenlos, wenn einer wegfällt oder so. Und dann gehört ganz viel Glück dazu. Und ansonsten, wenn man jetzt, sag ich mal, einfach nur in den Motorsport reinkommen möchte als Mechaniker oder, weiß nicht, es gibt ja 1000 Jobs, Gästebetreuung, Eventbetreuung etc., alles Mögliche, Logistik, LKW-Fahrer und was wir alles so brauchen und haben, kann man sich halt einfach bewerben. Ne? Bei den ganzen Teams, die suchen immer eigentlich Leute. Das ist halt ja so eine Sache. Also bei dem Thema Arbeiten im Motorsport muss man einfach Mut haben und einfach Bewerbung schreiben. Und bei dem Thema Einstieg Motorsport als Fahrer ist einfach super schwer und es ist auch sehr unfair, leider. Das war's von dieser Stelle. Schon wieder dunkel draußen. Ich mag den Winter ja irgendwie nicht. Ne? Eigentlich ist es gelogen. Ich finde den Winter eigentlich geil, aber eben nur den Winter, den wir alle aus dem Bilderbuch kennen. Heißt Sonne, keine Wolke am Himmel, Schnee. Ja? Das ist geil. Aber ansonsten eher schwierig. Naja, in diesem Sinne, liebe Freunde, wie gesagt, die Videos werden bald wieder interessanter und lustiger. Und wir haben da ein paar gute Sachen, die kommen werden. Ich freue mich schon drauf. Und hoffe, sehen wir uns bald. Vielen Dank für alles. Tschüss.